Da würde ich sagen, bevor ich Ihnen hier jetzt erstmal dieses Beispiel vorrechne, sollten Sie erstmal mir die erweiterte Koeffizientenmatrix hinschreiben von diesem System. 1, 1, 10. Ja. Hier, sehen Sie, hier stehen y und z und hier stehen z und y. Sie müssen natürlich immer gleiche Variablen über gleichen stehen. Dann hatten Sie hier wahrscheinlich minus 2, ne? Und bei der letzten, sagen Sie es auch? 6 minus 1, minus 1. Hier steht ja z. Das wird auf die andere Seite geholt und es ist minus z und dann steht hier 4. Aus dem minus 4, weil es auf die andere Seite geholt wird, 4, ne? So, das ist jetzt Ihre erweiterte Koeffizientenmatrix und jetzt machen wir etwas, was wir eigentlich schon x-mal gemacht haben. Wir bringen das Ding auf Zahlenstufenform und eigentlich können Sie das auch schon selbst. Fangen wir hier mit der 1 an, die steht ja schon praktischerweise hier oben, die könnte man als Pivot-Element nehmen. Dann würde ich also von dem hier zweimal die erste Zeile abziehen und von dem hier würde ich sechsmal die erste Zeile abziehen. Erste abschreiben, 1, 1, 10, minus 6. Diese Linie hier, die können Sie machen oder nicht, das ist Geschmackssache. 2 minus 2 ist 0, minus 1 minus 2 ist minus 3, 1 minus 20 ist minus 19, minus 2 plus 12 ist 10, ne? Wichtig ist, dass Sie diese ganzen Berechnungen natürlich auch hier in der letzten Spalte ausführen. Und jetzt sechsmal das hier unten abziehen. Hier steht 0. Minus 1, minus 6 ist minus 7. Minus 1, minus 60. Minus 61. Und 4 plus 36 ist 40, oder? Wenn wir jetzt das hier als Pivot-Element nehmen wollen, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir das hier mit 3 multiplizieren würden. Okay, mal 3. Was Sie jetzt hier machen, tatsächlich konkret, hängt auch sehr stark davon ab, wie Sie gerne rechnen würden, wie gut Sie im Kopf rechnen sind. Sie müssen das jetzt nicht so machen wie hier, aber ich wende mal dieses Verfahren an, was wir schon ein paar Mal angewendet haben. Die schreibe ich ab. Dies nehme ich mal 3, dann habe ich hier minus 21, minus 183, 120. Danke. So, und jetzt, wir haben ja nach wie vor, dieses hier war ja unser Wunsch-Pivot-Element. Jetzt muss ich hiervon also 7 mal die zweite Zeile abziehen. Das heißt, die kann ich abschreiben. 1, 1, 10, minus 6. Die kann ich auch abschreiben. 0, minus 3, minus 19, 10. So, und jetzt habe ich hier natürlich eine 0. Das Wichtige ist, dass wir jetzt erstmal sehen, warum wir das gemacht haben. Wir werden nächste Stunde noch diverse Beispiele dazu bringen. Für mich geht es erstmal darum, an dieser Stelle klarzumachen, warum haben wir das überhaupt auf Zahlenstufenform umgeformt? Warum können wir jetzt den Schritt 3 ausführen? Also das Gleichungssystem wird rückwärts aufgelöst. Schauen wir jetzt erstmal an, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben jetzt hier diese Zahlenstufenform. Und wir sollten vielleicht, das müssen Sie dann später nicht machen, aber nur um uns nochmal klar zu machen, worum es eigentlich geht. Wir sollten das Gleichungssystem nochmal wieder hinschreiben. Wir haben ja uns überlegt vorher schon, dass wir die ganze Zeit die Lösungsmenge nicht geändert haben. Ich kann also jetzt aus dieser Matrix wieder ein Gleichungssystem machen, von dem ich weiß, das ist äquivalent zu dem Gleichungssystem, mit dem ich mal angefangen habe. Ich kann also hierfür jetzt schreiben, x plus y plus 10z gleich minus 6. Das entspricht der ersten Zeile. In der zweiten Zeile steht minus 3y minus 19z gleich 10. In der dritten Zeile steht minus 50z gleich 50. Und jetzt sehen Sie hoffentlich, warum die Zahlenstufenform sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt von unten anfange, dann fange ich an mit einer Gleichung, in der nur noch was über z steht. Wenn ich also diese Gleichung vereinfache, dann weiß ich, welchen Wert z hat.
Und wenn ich weiß, welchen Wert z haben muss, dann kann ich z hier oben einsetzen, der Wert verschwindet, dann habe ich hier nur noch eine Gleichung, in der y vorkommt. Dann weiß ich, welchen Wert y hat. Dann kann ich hier oben z und y einsetzen und bekomme den Wert für x raus und der Fisch ist geputzt. Und genau das machen wir jetzt noch schnell. Wir fangen mit dem hier unten an. Hier steht minus 50 z gleich 50. Das ist jetzt irgendwas, was Sie ganz einfach aus der Schule schon kennen. Sie können das ganze Ding dividieren durch minus 50. Dann steht da unten z gleich minus 1. Damit wissen Sie schon mal, welchen Wert z hat. Jetzt setzen Sie das hier oben ein. Dann steht hier minus 3y und für z steht also minus 19 mal minus 1, also plus 19 gleich 10. Da können Sie jetzt auf beiden Seiten 19 subtrahieren. Minus 19. Dann bekommen Sie die Gleichung minus 3y gleich minus 9. Und das heißt natürlich, y ist 3. Also hier teilen Sie dann durch minus 3, ne? Geteilt durch minus 3, y ist 3. Jetzt haben Sie schon zwei Lösungen. Vorsicht, also Formulierung ist falsch. Sie haben nicht zwei Lösungen, sondern Sie haben sozusagen zwei Teillösungen. Sie haben einmal die z und einmal die y-Komponente. Und das beides können wir jetzt hier oben in der letzten Gleichung einsetzen. Da stand ja x plus y. Y war 3, also x plus 3 plus 10 mal z. Und z war minus 1, also plus minus 10 gleich minus 6. Und da steht also jetzt hier 3 minus 10, also minus 7, bringe ich auf die andere Seite, plus 7, dann steht hier insgesamt x gleich 1. Ne? Also diese Gleichung hier ergibt x gleich 1. Das ist der letzte Baustein, der mir noch fehlte. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ist denn jetzt eigentlich die Lösungsmenge? Und entsinnen Sie sich daran, dass ich Ihnen gesagt habe, diese Lösungen gehören immer zusammen. Also das sind jetzt nicht drei Lösungen, sondern das ist eine Lösung. In dem Sinne, dass x, y, z zusammen eine Lösung ergeben. Die Lösungsmenge von unserem linearen Gleichungssystem in diesem ganz konkreten Fall ist eine Menge, die aus einem einzigen Vektor besteht, nämlich aus dem Vektor 1, 3, minus 1.